Willkommen zurück hier zu Gothic. Was? Gothic? Gothic 1? Ja, Gothic 1. Warum das denn? Warum denn nicht der 2er? Der 1er ist doch fertig, oder? Naja, nicht ganz. Also, erstens mal, ihr habt vielleicht gemerkt, am Sonntag habe ich die ersten 4 Folgen von Gothic nochmal als 3 Folgen neu geschnitten und hochgeladen. Das liegt daran, dass ich die ersten paar Folgen falsch geschnitten hatte damals. Und jetzt, ein Jahr danach, habe ich mich dann endlich aufgerafft, das Ganze mal in Ordnung zu bringen. Und ja, ein Jahr danach ist es gewesen, am Sonntag. Das ist wirklich vor einem Jahr, am Sonntag vor einem Jahr, am 22. Mai 2015, kam die erste Folge Gothic raus. So, ich bin hier, wie ihr seht, vielleicht, nee, okay, sieht man nicht. Ich bin hier im zweiten Kapitel, zur Erinnerung. Das ist da, wo man... Ich guck gerade mal... Okay, habe ich gerade noch nicht die Quest, keine Ahnung. Das ist da, wo man die ganzen Fokussteine holen soll, die 5 Fokussteine, und die sind ja rundherum am Rand der Kolonie verteilt. Und währenddessen spielt sich in der Mitte des Lagers, in der Mitte der Kolonie etwas ab, das ich leider verpasst habe beim Durchspielen. Und zwar das hier. Eine berühmte Band, die es auch in echt gibt. Das Problem ist allerdings nur, ich habe das Ganze schon mal aufgenommen und wenn ich die jetzt spielen lasse... Hochverehrte Erzbarone, geehrte Gardisten, Schatten und Butler, ich präsentiere Ihnen in Extremo! Dann tut leider YouTube das Ganze als Urheberrechtsverletzung ganz schnell wieder abbrechen und leise machen. Ich bin mal gespannt. Ich weiß es ja jetzt, beim ersten Mal habe ich den Fehler gemacht und konnte ihn nicht mehr korrigieren. Aber ich gucke jetzt mal, wie viel davon ich rausschneiden muss und wie viel davon übrig bleiben kann. Der Vollständigkeit halber, falls ich ganz rausschneiden müsste, sie spielen... Wie heißt es denn? Herr Mannelig, genau, von Verehrt und Angespielt. So, dann habe ich in Gothic 2, als ich im Minental war, diese Höhle hier entdeckt und habe mich gefragt, ob es die im ersten Teil auch gibt. Und wie ihr seht... Ja, die gibt es hier auch. Tatsächlich. Aber entweder ich habe die damals entdeckt und kann mich nicht mehr daran erinnern. Oder es gibt hier drin einfach nichts. Ne? So. Also entweder ich habe es entdeckt, habe alles mitgenommen und weiß es nicht mehr. Oder ich habe sie nicht entdeckt und es war halt von Anfang an nichts mehr da drin. Also nicht mehr, sondern nichts. Einfach nichts. So. Das Schöne ist allerdings, das ist eine schöne Abkürzung, um von hier direkt rüber zum Lager zu kommen. Na, einfach hier runter ins Wasser. Okay, man kann auch direkt rüber schwimmen, um ehrlich zu sein. Aber gut. So ist es halt. So, dann würde ich jetzt hier mal kurz den Marvin-Mode anmachen. Aus Gründen. Denn es gibt noch eine Kleinigkeit, die ich gerne zeigen möchte. Ich bin mir allerdings nicht sicher. Nee, das geht, glaube ich, nicht ohne Marvin-Mode. Also, wenn ich mich jetzt hier so nach vorne teleportiere, das ist der Marvin-Modus, der Cheat-Modus. Den versuche ich natürlich nicht zu verwenden beim Durchspielen. Aber es gibt Sachen, wenn man die zeigen will, dann braucht man das. Und zwar, ihr kennt ja in Gothic 2 mittlerweile den Weg, den ich genommen habe. Also, es gibt 2 Wege. Es gibt einmal den zur Rampe, da sind aber die ganzen Orks. Da bin ich nie lang gelaufen, weil da die ganzen Orks sind. Und dann gibt es dann noch den anderen Weg bei den paar Wölfen vorbei durch die alte verlassene Mine. Und diese alte verlassene Mine, wenn ihr euch erinnert, in Gothic 2 ist im Minental an dieser Stelle hier. Nämlich genau hier. Ne? Das Problem ist nur, in Gothic 1 ist das Ganze halt zu. Da kommt man nicht durch. Es sei denn natürlich, man ist in Marvin Mode. Dann kann man sich dahinter teleportieren. Und wenn man dann weitergeht, guckt mal, was dann passiert. Dann kommt da nämlich ein Ladebildschirm. Das Problem ist allerdings, ich kann hier nichts. Ich kann jetzt mal ein bisschen rumlaufen, wie ihr seht. So sieht man was. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Es scheint eine Höhle zu sein, vom Echo her. Aber der Witz ist, wenn man das Ganze einmal abspeichert und Corines Fragezeichen wollte ich gerade machen, egal, dann
ist die Welt die Abandoned Mine. Also die wussten damals quasi schon, als sie Gothic 1 gemacht haben, dass es hier die verlassene Mine ist. Und wussten quasi schon, dass man hier irgendwo hingeht. Entweder war die halt für eine Quest gedacht, oder weiß ich nicht. Oder sie hatten schon damals geplant, in Gothic 1 vielleicht sogar Corinnes reinzubauen nachher. Und eventuell, dass man da sogar raus kann oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung, aber den Levelübergang, den gibt es tatsächlich. So, und eine dritte Sache, die ich noch entdeckt habe, auch hier wieder in Marvin Mode, damit es hier ein bisschen schneller geht bei dem ganzen Gelaufe. Nämlich hier im Schläfertempel, ganz kurz vor Ende des Spiels. Ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte ein bisschen Probleme, den Schläfer zu besiegen. Ich habe 2-3 Anläufe gebraucht. Hätte ich damals, das war Blödsinn, nach oben cheaten ist übrigens eine blöde Idee. Also ich kann hier mit K mich 2 Meter oder so nach vorne teleportieren. Das ist allerdings bei so einer Steigung eine blöde Idee, weil ich dann natürlich in den Boden reingehe. So, also folgendes. Ne? Hier kam ich her. Da rechts und links geht's runter zum Schläfer. Ne? Da kam ich gerade her. Da kam ich gerade hoch. Da ist der Schläfer. Hier in der Mitte ist Xardas. Der ist wohl irgendwie so tot oder so. Merkt euch das mal. Das wird noch interessant. Hehe. Aber es gibt hier oben noch 2 weitere Gänge, nämlich hier. Und der Witz ist, hier hinten gibt es solche Mumien, zum Beispiel mit einem Elixier magischer Energie, das ist halb so wichtig. Aber hier zum Beispiel Elixier der Stärke, Stärke plus 8, Geschicklichkeit plus 8. Und das ist nicht alles, das ist nur der Anfang. Hier zum Beispiel maximales Mana plus 15, maximales Leben plus 15. Hier maximales Leben plus 5, Geschicklichkeit plus 8. Also ihr seht, hier gibt es jede Menge Verstärkungstränke. Nochmal. Hier, okay. Das ist nur zum Heilen, zum Auffüllen, aber auch das ist wichtig. Also ihr seht, man muss gegen den Schläfer überhaupt keine Angst haben, wenn man nur ein bisschen zu schwach ist. Hier nochmal Leben plus 15. Hier nochmal Mana plus 15, Stärke plus 8, Leben plus 10. Und hier haben wir Leben plus 15 und Geschicklichkeit und Stärke jeweils plus 6. So, genau gegenüber, auf der anderen Seite. Also hier bei Xardas einfach nach rechts. Bin nicht wundern, ich cheate hier ein bisschen, damit es schneller geht. Hier drüben gibt es das Ganze hier nochmal. Und auch hier kriegt man Stärke plus 8, Stärke plus 8, etc. pp. So geht das hier weiter. Na, Leben plus 15, Mana plus 30, also plus 15, halt 2 davon. Und hier nochmal Leben plus 15, Stärke plus 16. Also ihr seht schon, ich hätte mich hier damals doch um einiges hoch noch verbessern können. In der mittleren Truhe sind wie gesagt nur Heiltränke. Das war gegenüber genauso. Und hier außen nochmal Mana plus 15, Stärke plus 8, Leben plus 15. Oh mein Gott. Und ihr seht, ich habe mir das alles entgehen lassen und ich habe den Schläfer trotzdem besiegt. Weil ich natürlich irgendwie doch nicht so viel falsch gemacht habe in Gothic 1. Aber wenn man jetzt hier am Ende zum Beispiel Probleme hat, dann kann man das natürlich nutzen. So, und jetzt schauen wir mal meine Stärke. 117, Mana 66, Leben 515. Und wenn ich mir jetzt mal den Spaß mache, das alles einfach zu trinken. Okay, diese Geschwindigkeitstränke brauche ich nicht. Ich sagte, die brauche ich nicht. So, Leben plus 5. Leben plus 10 macht 15. Plus 15 macht 30. Plus 15 macht 45. Plus 15 macht 60. Und das Ganze nochmal. Also plus 120 Lebenspunkte kriegt man hier. Gerade waren es 515, dann müsste ich jetzt da 635 haben. Genau. Und beim Mana 6x15, naja, das sind auch 90 Mana, die man dann mehr hat. Das ist mehr Mana, das ich jetzt zusätzlich kriege, als ich vorher hatte. Ich hatte 66. Da müsste ich jetzt bei 156 sein, bin ich auch. Nochmal ein bisschen Stärke und Geschick dazu. Und dann nochmal ein bisschen Stärke, 56. Mein Stärkewert habe ich jetzt gerade vergessen, wie hoch der war. Aber wenn ich das gehabt hätte, ne? Drunten war ja nicht nur der Schläfer, drunten waren ja auch die ganzen hier
Novizen und so, die gegen mich gekämpft haben. Wenn ich das gehabt hätte, dann wäre ich da deutlich stärker gewesen und hätte deutlich weniger Probleme gehabt. So, jetzt gibt es noch einen kleinen Spaß hier. Und zwar, ihr seht, hier ist Xardas, der liegt hier, der kann hier nichts tun. Das Problem ist nur, naja, was ist das Problem? Ich kann hier eigentlich nicht mehr raus, ne? Außer ich cheate. Dann komme ich natürlich raus. So. Und es ist auch kein Problem, ich kann hier cheaten. Ich kann hier jederzeit meine Lebensenergie wieder auffüllen, indem ich F8 drücke. Und wenn ich F8 drücke, dann teleportiere ich mich 1-2 Meter nach oben. Drehe mich allerdings auch gleichzeitig in Richtung Norden. Das heißt, um richtig weit die Distanz zurückzulegen, ist das nicht geeignet. In Gothic 2 ist es ein bisschen besser gelöst. Da dreht man sich nicht, sondern fliegt nur ein bisschen nach oben. Und während man nach oben fliegt, kriegt man in Gothic 1 das Leben voll aufgefüllt. In Gothic 2 sogar das Leben und das Mana. Also mein Mana ist jetzt hier rechts unten, wie ihr seht, nicht wirklich voll. Aber das macht nichts. Ich habe hier ein paar Tränke. Ich habe mehr als genug Tränke gefunden. Ich schluck nochmal so einen Geschwindigkeitstrank, damit es hier ein bisschen schneller geht. So. Und interessant ist auch... was? Warum bin ich jetzt nicht mehr so schnell? Habe ich hier zu früh getrunken? Wirkt der vielleicht nicht mehr, wenn ich dann... Naja, das kann sein. Nun, ich weiß zwar nicht, wann das genau passiert ist, aber ihr werdet gleich sehen, es gibt hier noch ein paar Gegner. Und zwar ganz besondere Gegner. Tempel-Minecrawler zum Beispiel. Haben wir davon noch nie gesehen. Ich habe keine Ahnung, wann die hier entstanden sind. Wahrscheinlich irgendwann ganz kurz, bevor ich da rein bin zum Schlafen. Das Interessante ist halt auch, es gibt ja nicht nur diese Tempel-Minecrawler. Wobei die schon so ein bisschen das Interessanteste hier sind. Ich ignoriere die jetzt einfach mal und laufe hier durch. Nein, hier will ich nicht hin. Ich möchte... Lass mich mal durch. Ach ja, mit Cheat ist es so viel einfacher. Gut, dass ich hier nicht beim Spielen gecheatet habe, sonst wäre es ja langweilig gewesen, ne? So, hier gibt es nämlich zum Beispiel auch einen solchen hoher Tempelwächter. Ich hatte hier, wisst ihr ja sicherlich noch, alles aufgeräumt. Karok. Leider da nichts dabei. Na? Wo hast du denn Schaden her? Habt ihr euch gegenseitig geprügelt? So, genau. Ich wollte gerade sagen, meine Klinge macht doch Feuerschaden. So. Dann würde ich gerne mal noch nach draußen gehen. Euch was ganz Lustiges zeigen, was ich entdeckt habe. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, ob es schon bekannt ist oder nicht, aber ich dachte mir, das ist lustig, das zeigt man einfach mal. Das, ja, das kann man machen. Oh, ja. Ich will jetzt noch nicht spoilern. Ey, seht's gleich, es geht schnell. Es geht ganz schnell. So, und zwar, jetzt bin ich wieder hier draußen in der Hauptwelt, also im Miedental. Und ich habe ja hier diese Rune, um mich zum Dämonenbeschwörer zu teleportieren. Ups. So, jetzt bin ich bei Xardas im Turm. Und wenn ich jetzt hier hochklettere, dann dürfte ja Xardas eigentlich nicht da sein, ne? Denn er ist ja im Ork-Tempel und schläft dort fleißig und tut nichts mehr. Aber der Witz ist halt, wenn man hier wieder rausgeht, ist halt trotzdem noch da. Und wie ihr seht, quicklebendig und wach und liest. Ich kann ihn leider nicht ansprechen. Hey, Xardas! Xardas. Vergessen wir unsere Meinungsverschiedenheit. Ja, sehe ich genauso. So, ich habe... Guck mal, ich habe 30 Lernpunkte. Reicht nicht ganz für den 6. Kreis der Magie. Ich suche magisches Wissen. Aber ich kann hier ganz normal mit ihm handeln und Zeug tun, ne? Ganz normal. Voll gut. So. Eine weitere Besonderheit, die mir aufgefallen ist, wenn ich hier zu den Wassermagiern gehe. Zur Erinnerung, den habe ich den Erzhaufen kaputt gemacht, indem ich ihn entladen habe in das Schwert Uriziel. Das war im letzten Kapitel, also im vorletzten Kapitel, aber ich bin hier im letzten Kapitel. Magie zu Ehren. Und wie ihr seht, die sind gar nicht mehr sauer auf mich. So kann's gehen. Ne? Ist jetzt ja gar nicht mehr so wild irgendwie für die, hm? Keine Ahnung, wie das passiert ist. Weiß ich nicht. So,
Dann würde ich gerne mal noch einen Blick ins Sumpflager werfen. Wie die verrückten Spinner hier damit zurechtkommen, dass der Schläfer ein böser Bösewicht ist. Alles klar, Alter. Ja, gut. Aber hier scheint es nichts Neues zu geben. Nun gut. Dann hätte ich noch... Schon gut. Habe ich denn nicht hier irgendwo Teleport für ins alte Lager? Ich dachte, das hätte ich. Habe ich denn nicht ausgewählt? Immer weg mit dem Feuerstuhl. Teleport zu den Feuermagiern. So, und dann bin ich jetzt hier wieder in der Burg. Ne? Da, wo vorhin in Extremo gespielt hat. Nur jetzt ein paar Kapitel weiter. Die solltet ihr ja noch kennen aus dem zweiten Teil. Wir sehen uns! Stone kann ich da leider gerade nicht reden. Wundert mich, dass der hier so rumsteht. Weil ich dachte eigentlich, ich hätte hier so mehr oder weniger alles abgeschlachtet. Ich werfe nochmal einen Blick nach drinnen. Ein toter Gardist. Eine putzende Frau. Eine weitere putzende Frau. Sag mal, warum putzt sie hier alle? Die Männer sind doch alle weg. Habe ich die nicht schon abgeschlachtet an der Stelle? Ich dachte schon. Ich dachte, ich hätte die hier alle schon getötet. Allerdings frage ich mich, warum der Gardist hier liegt. Hat er noch irgendwas für mich, was ich... irgendwie questrelevant... Nö, hat er nicht. Keine Ahnung. Warum auch immer. Ist mir egal. So. Ja, hier in Extremo. Nicht mehr da. Aber... hier draußen... Oh, guck mal. Baltaran ist tot. Der vom Anfang. Der mich rekrutieren wollte für... das Sumpflager. So, ist denn Whistler noch da mit dem Schwert bzw. Herz? Sieht nicht so aus, ne? Oder doch? Doch, hey, Whistler! Bist du noch sauer? Er hat total Schiss vor mir. Oh Mann. Ja, so sieht's hier also aus, wenn man kurz vor Ende nochmal rausgeht zum alten Lager. Gut, es ist hier natürlich verriegelt, aber kein Problem. Ich bin im Feed-Modus, ich kann da einfach durch. Und dann sehen wir hier tote Gardisten. So, und während hier hinten im zweiten Teil die Ork-Barriere steht, ist hier alles noch ganz gemütlich frei Richtung Sumpflager. Guck mal da, Diego. Wo hast denn du dein Gold hin? Sag mal. Magie zu Ehren. Magie zu Ehren, stimmt. Du bist ja auch so... Mach's gut. Du, Diego gehört ja zu den Wassermagiern, ne? Zum Ring des Wassers auf jeden Fall, im zweiten Teil. Habe ich hier irgendwas vergessen? Da war doch Neck drin in der Höhle, ganz am Anfang. Keine Ahnung. Jo, eigentlich war es ja schon, was ich zeigen wollte. Ich wüsste jetzt zumindest nicht mehr. Doch, 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 eine Kleinigkeit weiß ich noch. Eine Kleinigkeit weiß ich noch. Und zwar gibt hier, in diesen alten Treffpunkt, falls ihr euch erinnert, wo ich ja auch letztens in Gothic 2 mit Diego mich getroffen habe, wo er das Erz bewacht hat. Ich habe da was gesehen in einem Video, das war allerdings Gothic 2. Ich weiß nicht, ob es in Gothic 1 hier auch ist. Okay, hier drin gibt es nichts, das ist klar. Da war ich ja schon, habe ich mich umgeguckt. Aber, also zumindest im zweiten Teil kann man das machen. Ich probiere das jetzt mal hier, ob es im ersten Teil auch geht. Ich werde es im zweiten Teil bei Gelegenheit auf jeden Fall auch nochmal machen. Da werde ich irgendwann auch nochmal ins Minental müssen. Und zwar müsste ich jetzt hier rüber. Müsste ich da hoch können? Ich sagte, ich will da hoch. Sag mal. Sag mal. Was ist hier los? Warum geht das nicht? Sag mal. Was ist denn hier los? Oh Mann. Warum klappt das nicht? Das ist doch nicht zu steil, oder? Ist das zu steil da hinten? Muss ich vielleicht ein bisschen weiter weg? Oh Mann. Okay, so wird es nix. Vielleicht, wenn ich kurz die Zeit einführe. Nee, ich will doch hier nicht cheaten. Ich will doch hier ohne Cheats hoch. Sag mal. Nein! Nicht sterben. Okay, wie komme ich da hoch? Ach so, nee, warte mal. Blödsinn. Falsche Richtung. Also, jetzt bin ich wieder hier, wo ich eben war, ne? Ich will da, glaube ich, gar nicht links hoch, sondern ich will hier rüber.
hätte es vielleicht probieren sollen. Dann wäre es schneller gegangen. Hier hoch? War es hier? Ich weiß nicht, ob es hier war. Keine Ahnung. Ich probiere es mal aus. Kann ich hier hoch? Nein, ich will hier hoch. Vielleicht kann ich hier hinten hoch. Ich bin nicht sicher, ob es klappt. Ich probiere es einfach mal aus. So. Ne. Klappt auch nicht. Schade. Schade, schade, schade. Nun gut, dann kommt man da im ersten Teil halt nicht hoch. Könntest du bitte nicht sterben? Vielen Dank. Wie komme ich jetzt da? Ach, keine Ahnung. Da oben liegt irgendwas im zweiten Teil. Ich weiß nicht genau was. Ich weiß nur, dass da was liegt. Ach, da bin ich ja wieder. Komme ich hier hoch? Liegt hier irgendwas? Nee. Aber ich kann jetzt auch Folgendes machen, mal testweise. Und wir sehen, ob es funktioniert. Ob es denn irgendwas gibt da hinten. Ich kann kurz die Zeit einfrieren und mich darüber schieben. So, jetzt bin ich drüben. Also falls es irgendwie einen Weg hier hochgeben sollte und hier was liegen sollte, dann kenne ich den Weg nicht. Aber hier scheint auch nichts zu sein. Hier ungefähr müsste das sein. Nun denn, dann ist es hier wohl im zweiten Teil. Schade, aber was es hier auf jeden Fall gibt, ist eine großartige Aussicht. Ne? So viel ist sicher. So, bei Xardas war ich gerade, der ist wieder da. Ansonsten, genau, ich war bei Xardas, ich war in der Höhle, ich war bei In Extremo. Im Prinzip war es das, was ich zeigen wollte. Ich wüsste jetzt spontan auch nicht mehr, was ich noch verpasst hätte bei Gothic 1. Ich glaube, so ziemlich alles habe ich gefunden. Ich werde hier nochmal, damit wir... Achso, die Sichtweite ist schon auf maximal. Schade. Ich mache hier mal alles auf Maximum. Aber so richtig viel bringt es leider auch nicht mehr. Ja, ne? Dann sind wir hier quasi fertig mit Gothic 1. Ach so, warte mal. Hier gibt's doch... Beim Zweier zumindest... Gibt's doch da hinten... Wo war das denn? Ich gehe mal hier hoch. Wo war das denn? Hier war doch im zweiten Teil irgendwo... Der alte, umgestürzte Turm von Xardas. Ne? Ihr erinnert euch vielleicht, da hinten irgendwo war der. Sag mal, was? Warum bist du nicht da hinten? Du sollst da hinten hin. So. Ach so, natürlich. Ja, keine Ahnung. Also dieses Cheaten ist mir so ein bisschen suspekt. Funktioniert nicht immer ganz so, wie ich das gerne hätte. Ich laufe einfach mal jetzt zu Fuß hin. Ich bin ja zum Glück hier. Blödsinn, was mache ich denn? Hey, ich hab doch hier, ne? Was da? Zack, und los geht's. War ich denn da bei dem alten Turm von Xardas? Das weiß ich gar nicht. Und dann gibt's ja noch die ganzen Minen hier, die sie im zweiten Teil aufgerissen haben. Oder gab's sie hier vorher auch schon? Ich weiß es nicht. Will ich mal ausprobieren. Will ich mal hinschauen, hingucken. Will ich mal umschauen. Ja, tatsächlich gibt's hier den alten Turm von Xardas. Aber war ich da schon im ersten Teil? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ja. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich schaue einfach mal kurz rein. Ist hier irgendwas? Nee, ich glaube, hier war ich. Ne? Hier waren die ganzen Zombies und so. War das nicht hier? Ich dachte nämlich im zweiten Teil, als ich hier war, dass ich da doch schon mal drin war. Und dann gab es irgendwie trotzdem noch was für mich. Vielleicht liegt es ja daran, dass ich im ersten Teil schon drin war. Aber ja, hier war ich. Hier war ich definitiv schon drin. Ja, hier war ich schon drin. Okay. Keine weiteren Fragen. Die Frage ist nur, komme ich hier raus? Ja, ich komme hier raus. Kein Problem. Das ist das Schöne am Cheaten. Das ist sehr unkompliziert und schnell. So, gibt es hier was hinter dem Wasserfall? Es gibt nämlich hinter irgendeinem Wasserfall irgendeine versteckte Sache. Zumindest gibt es das, ich glaube, sogar mehrfach. Im zweiten Teil habe ich, glaube ich, schon überall geguckt. Ich glaube, auch im ersten Teil habe ich ziemlich sehr umgeguckt hinter dem Wasserfeld. Aber ich glaube, hinter denen noch nicht. Aber, wie ihr seht, hier gibt es auch nichts. So, dann, war meine nächste Agenda noch die
die Minenschäfte, nicht Minenschäfte, sondern die Ausgrabungsstätten. Genau, die hier kennen wir ja schon. Da war ich auf jeden Fall schon. Im Teil habe ich mir irgendwas gefunden. Ich frage mich nur, ist das die Ausgrabungsstätte des zweiten Teils, wo dann die Minecrawler waren und so, die von den Minecrawlern überfallen wurden? Sieht so aus, ja. Könnte sein. Könnte sehr gut sein. Dann müsste hier unten der See sein, genau. Und so schräg gegenüber. Ach, guck mal, ein paar Gegner. Das ist ja hübsch. Aber zum Glück bin ich ja gerade stark. Hey, Razors, die kennen wir doch aus dem Canyon. Kann ich denen gar nichts anhaben? Sag mal. Doch. Naja, das ist ja einfach. Süß. Aber im zweiten Teil gingen die gefühlt ein bisschen leichter. So, die haben drei Krallen dabei. Nicht weiter der Rede wert. Ein Feuerwaran. Sehr schön. Ne, zwei sogar. Guck mal. Mittlerweile bin ich hier ja locker stark genug, um mich auch mit Feuerwaran anzulegen. Nicht zuletzt dank der tollen Tränke im Schläfertempel. So, und diese andere Ausgrabung, das müsste hier unten sein, ne? Und ich frage mich, gibt es hier eine Höhle? Es gibt hier einen Weg, der hinführt. Und tatsächlich ist hier eine Höhle. Guckt mal einer an. Die habe ich definitiv nicht gefunden im ersten Teil. Sag mal, jetzt ist gut. Jetzt ist gut. So. Was gibt es hier? Ich war hier nämlich nicht drin. Es gibt hier Niedrig, Bier, Fackel, Fell von Schattenläufern. Zwei Stück. Okay. Und Lux. Ist ja jetzt irgendwie nicht so spannend. Hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft, ehrlich gesagt. Was ist das? Hä? Was ist das denn? Hä? Was ist das denn? Keine Ahnung, was er damit tun soll. Okay. Angreifen ist auch nicht. Okay. Dann weiß ich auch nicht, was ich hier tun soll. Aber das hier ist definitiv die Höhle aus dem zweiten Teil. Von der Form her. Ich frage mich nur, warum es dann hier im zweiten Teil diese Tür nicht gibt. Und diese Mauer. Denn die war im zweiten Teil definitiv nicht da. So, und oben drüber war im zweiten Teil waren ein paar Snapper. Und von dort aus konnte ich ja aber... Ach nee, das ist ja mein Freund. Der hat mir das Ulumulu gebastelt. Ulumulu, das ist so super. Genau, hier oben waren die Snapper. Und ich glaube, hier war ich auch nicht im ersten Teil. Deswegen schaue ich mich hier nochmal ein bisschen um. Und ich meine hier drüben, also hier im zweiten Teil konnte ich auf jeden Fall hier rüber klettern. So auf die andere Seite, da gegenüber. Und es sieht so aus, als könnte ich da auch hin. Ja. Das scheint zu funktionieren. Vielleicht kann ich hier zumindest drüber hüpfen. Ja, ich denke, das sollte gehen hier. Ja, das ist kein Problem. So, und was gibt's hier? Haha, die Feuerwarane sind da auch im zweiten Teil, genau. Schön, das ist konsequent. Allerdings lag hier im zweiten Teil noch irgendwas rum, irgendwelche Lederbeutel oder so. Gibt's hier denn irgendwas in der Richtung? Sieht nicht so aus, schade. Aber jede Menge Feuerwarane. Oh mein Gott! Ja, da muss ich ein bisschen cheaten, sonst sind die mir dann doch zu stark. Ups. Könntest du vielleicht mal den Feuerwaran... Ich glaube, ich kann nicht mehr zielen, sobald ich mich einmal nach oben... Ah, was denn? Zieh mal die Waffe. Warum macht der Letzte so krasse Probleme? Jetzt komm mal her. Sag mal. So, geht doch. Einmal wieder heilen. Und dann gibt's hier drüben aber sonst irgendwie nichts, ne? So wie das aussieht. Moment, kann ich da einfach runterlaufen? Hätte ich da einfach hochlaufen können von Xadas Turm aus? Ja, hätte ich. Ist ja langweilig.
Okay, gut. Aber das ist trotzdem definitiv eine Stelle, die ich mir im zweiten Teil so nicht, im ersten Teil so nicht angeschaut hatte. Und ich war auch nicht in diesem See drin, fällt mir gerade auf. Allerdings glaube ich nicht, dass es im See irgendwas Spannendes gibt, oder? Gut, im See selber sehe ich jetzt nicht so viel. Aber wenn ich oben schwimme, sehe ich ja, was unter mir ist. Aber hier scheint nichts zu sein. Nope, hier ist nichts. Gut. Was hatte ich denn noch hier im zweiten Teil entdeckt? Nicht wirklich viel, ne? Fällt mir zumindest gerade nicht mehr ein. Stimmt doch, da unten war im zweiten Teil eine Belia-Statue. So viel weiß ich noch. Die ist hier allerdings definitiv nicht, wie ihr seht. Unterhalb von Xalas Turm. Hm. Interessant. Andererseits gab es im ersten Teil natürlich noch überhaupt keine Statuen. Und auch die Götterwelt wurde nicht so detailliert erklärt. Ist hier unten noch irgendwas? Nein. Alles gut. So. Dann würde ich mal sagen, dieser letzte Ausflug in die Welt von Gothic 1, dieser vermutlich letzte Ausflug in die Welt von Gothic 1, ich weiß nicht, wenn euch noch was einfällt, wo ich nicht war und mal hinschauen sollte, sagt mir Bescheid, dann werfe ich nochmal einen Blick rein. Ansonsten würde ich mal sagen, der Ausflug hier ist zu Ende, ne? Gut, eine Idee vielleicht noch hier oben dieser Turm, aber ich glaube, da konnte ich auch im zweiten Teil nicht rein. Ah! Das ist echt nicht gut mit den Cheaten. Ah, da kann ich hoch. Guck mal. War ich da schon oben? Weiß ich gar nicht. Mal ausprobieren. Im zweiten Teil ist die Leiter definitiv nicht mehr da. Also im zweiten Teil ist es einfach nur so ein Klotz in der Landschaft, mit dem man nichts anfangen kann. Aber hier kann man hochklettern. Finde ich gut. So. Wie ihr seht, die Barriere ist leider noch da, der Schläfer ist noch da, das alte Lager ist noch das alte Lager. Und mit diesem wunderbaren Ausblick über die Landschaft würde ich mich dann auch hier verabschieden. Aus der Welt von Gothic 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hier nochmal ein bisschen was zu erforschen. Und wenn nicht, dann geht's morgen oder übermorgen wieder weiter mit Gothic 2. Ja. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ein ganzes Jahr lang. Und hier nochmal zum Abschluss der Charakterbogen. Also diese paar Tränke, die man da findet im Tempel des Schläfers. Die lohnen sich echt. Also ich weiß nicht, warum ich die nicht gefunden habe. So gut versteckt waren die nicht, aber ich habe die auch damals nicht gefunden. Ne? Ich habe ja schon mal erzählt, ich habe das Spiel früher gespielt, aber ich habe die damals auch nicht gefunden. Ich wusste das gar nicht, dass die da sind. Aber wenn man halt am Ende ist und nicht so stark oder so, dann sollte man sich das auf jeden Fall holen, glaube ich. Ja. Guter Plan. So, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.